zoomen wir mal ein bisschen raus, schauen wir uns den ganzen Schmarrn mal an. Das ist also jetzt Bear Lake. Ja, ich habe es vorher schon mal erwähnt im Stream. Die ersten 9 Löcher sind oben in den Bergen gelegen, spielen oben in den Bergen. Und man sieht es hier auch ganz klar, man hat hier verschiedene Gesteinsarten, verschiedene Felsformationen. Man sieht später auch noch ein paar spitze Felsen. Ist also alles da. Jetzt versuche ich den hier mal zu spielen. Ich mache es mit der Fünferkeule. Und zwar, weil das Fairway, auf das ich hier spielen möchte, vielleicht sogar mit 5i, das Fairway, auf das ich hier spielen möchte, deutlich oder ein bisschen höher liegt als der Abschlag. Und der Driver macht hier ganz, 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 ganz komische Sachen, die ich eigentlich nicht möchte. Aber ihr seht das übrigens auch am Wettersymbol, ne? Wenn ihr mal neben dem Windpfeil schaut, seht ihr schon auch ein neues Symbol. Das ist dieser Berg mit der Sonne dahinter. Gibt es natürlich auch nochmal als Berg mit Wolke und mit Regen dahinter. Und ja, ihr habt es jetzt schon gesehen, wenn ihr mal schaut, wo der Zielkreis war. Der war in etwa hier in der Felsformation. Also ihr seht es gar nicht, in der Felsformation hinter mir war mein Zielkreis. Es gab nicht viel Rückenwind und er ist trotzdem hier auf Fairway gelangt. Also ihr seht schon die Tendenz, dass der Ball hier weiterfliegt. Man hat aber auch sehr große Weiten teilweise. Also das Loch hier ist noch sehr moderat mit seinen 729 Yard. Da haben wir auch schon mehr. Ich mach mal diese Spin-Feinjustierung an. Und schau einfach mal, wo ich jetzt gleich rauskomme. Wie gesagt, am ersten Loch gibt es nicht sehr viele Hindernisse. Jetzt hängt es hier so ein bisschen nach. Da ist halt die Weite hauptsächlich das Hindernis. Auf den zweiten 9 Löcher haben wir dann mehr Talatmosphäre, das heißt mehr Himmel, mehr Bäume und wow, Sand. Ob es einen Unterschied macht wegen den XP, ich glaube momentan noch nicht. Also in der Beta, in der Beta-Phase, in diesen ersten 3-4 Wochen, glaube ich, gibt es noch keinen Unterschied. Ich denke, der soll erst festgelegt werden, wenn der Kurs dann wirklich live geht. Also richtig live geht. So, ich mache jetzt hier mal auf gut Glück 30%, wobei ich nicht genau weiß, ob das hinhaut. Ja, ich denke, auf dem Kurs kann man seinen maximalen Abschlag erweitern. Das sollte hinhauen. Das kann ich ja gleich mal testen. So, während ich hier ein bisschen zu weit schlage. Da ich nicht genau weiß. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde mich blamieren. das mit dem weitesten Abschlag kann ich eigentlich gleich mal testen. Das ist keine schlechte Sache. Und ja. Doch, auf dem koreanischen Server läuft der schon. Aber ich glaube, da wurde er auch schon mittlerweile wieder ausgebaut, eben zu Umbauzwecken. Und was den Testserver angeht, der liegt in Korea, da dauert das manchmal ein bisschen länger. Also der Testserver ist nicht in Frankfurt, wie unsere Spieleserver, sondern der Testserver liegt in Korea. Und da kann es leider manchmal auch ein bisschen länger dauern. So, ich bin am Loch. Bin glücklich, am Loch zu sein. Und beende hier mit einem Boogie. Könnt ihr mal einen ganz kurzen Blick hier drauf werfen. Bear Lake ist eine Reise wert. Denkt mal, wir. Ja, so.
Und ein T-Shirt wäre schön. I love Bear Lake. Naja. Schauen wir mal. Eben, richtig. Derzeit ist er nicht auf dem koreanischen Server, weil er eben zu diesem Zwecke ausgebaut wird. Ich denke mal, die fassen das zusammen. Auf dem koreanischen Server kam er eher. Und jetzt wird erstmal Europa gemacht. Und dann wird er ausgebaut in Europa. Also Europa und Nordamerika. Und dann wird er ausgebaut und dann wird er, denke ich mal, verbessert auf allen Servern wieder eingeführt. So, ihr seht es hier, ich stelle mal auf 623 Yard Länge. Ihr könnt es, denke ich mal, im Zielkreis sehen. Es regnet, es hat 3 Wind und wir schauen mal, wo wir genau aufkommen. 623 Yard stand im Zielkreis. Und wir fliegen selbst hier deutlich weiter. Wir kommen jetzt hier mit 105% und einer mehr oder weniger guten Null auf 641 Yard mit dem 3W. Ob der Himmel lila bleibt, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Es wäre aber was, wenn es dich stört, wäre aber was, was man in das Feedback schreiben könnte, dass wir euch dann an die Hand geben, das Formular. Wenn dir der lila Himmel nicht gefällt, streich ihn durch oder schreib's rein. So, und auch hier mal ganz kurz umschauen. Das ist das Loch 2 in der Gesamtübersicht. Das ist ein Par 4 mit 826 Yard. Und ich kann euch sagen, dass wenn ihr das Ganze auf schwer spielt, durchaus auch Längen von an die 2000 Yard vorkommen können. Es sind lange Kurse, es sind lange Löcher. Und manchmal ist es ein bisschen zum Verzweifeln. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bildet euch eure eigene Meinung ab dem Dienstag. Während ich hier versuche, den Ball irgendwie ans Loch zu bringen. Bildet euch eure Meinung ab Dienstag. Schaut euch Bear Lake an. Und spielt einfach mal. So. Das mit der Richtung müssen wir nochmal üben. Naja, weiterer Fakt von Bear Lake, es gibt hier keinen Rough. Es gibt hier aber auch kein mittelhartes Rough. Nein, es gibt nur Hard Rough. Was sehr interessant ist, wenn man dann sehr lange Schläge hat mit dem Hard Rough. Ist aber auch eine Sache, die man üben kann. Längere Chips hauen ja hin. Die meisten kennen das von früher. Kardaiger Loch 1. Wenn ein Großer meinte, dass er schon so groß ist, dass er aufs Grün kommt, sich aber dennoch nur ins Hard Rough reingelegt hat, dann hat man sehr schnell gelernt, wie man Bälle aus dem Hard Rough an die Fahne bringt. So, PW Entfernung minus 10 oder AB Entfernung und so weiter. So, ein Loch zeige ich euch jetzt noch. Das nächste Loch, das Loch 3. Und dann schauen wir mal. Ah, 9i ist zum Beispiel auch ein probates Mittel. Oh, jetzt haben wir hier Bear Lake Loch Nummer 3. Und das ist auch gleichzeitig ein Par 3. Bei dem ich mit dem Driver blank ohne Spin auf Fahne bin. Spricht also für die Länge dieses Kurses. Driver wollen wir allerdings nicht benutzen. Ich denke mal bei 527 Yard. Da gehen wir eher auf das 5i. Wir haben ja auch noch Rückenwind, also es ist halt auch am Anfang eine Sache des Schätzens, vielleicht auch des Rechnens, je nachdem wie ihr oder welche Spielweise ihr bevorzugt. Was ich sagen kann, ist, dass es etwa 20 Yard ausmacht, je nachdem. Es spielen natürlich immer noch andere Verhältnisse mit rein, also wie Wind, wie Regen, Wolken und so weiter. Aber bei normalen Verhältnissen sollten es etwa 20% weiter sein, die der Ball kommt.
Und ja, hier gibt es den Birdie quasi geschenkt. Also das ist richtig. Das ist so, eigentlich könnte man gleich einen Knopf drücken. Oh, der war nicht so schlecht von der Länge her. 10,7 Yard von der Fahne weg. Ich bin mir sicher, Quingo muss seinen Weitenrechner 2.0 nachrüsten, wenn Bärleg da ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, mal schauen, ob das so hinhaut. Ich will, dass er rollt. Und das macht er. Und dann gehe ich hier tatsächlich mit einem Boogie und zwei Paar aus den drei Löchern raus, die ich euch hier vorstellen möchte. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde das Bear-Lake-Video, den Bear-Lake-Teil dieser Streams nochmal extra auf YouTube hochladen für alle, die den vielleicht herzeigen möchten. Wahrscheinlich morgen, weil ich heute nicht mehr zum Schneiden komme. Und dann, ja, freue ich mich auf Dienstag, da wird er eingebaut. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und zockt Bear-Lake und gebt auch ordentlich Feedback über unser Formular. Ja, der Ball ist drin. Der Ball ist rund. Er muss rein ins Loch.